Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen bei unserem nächsten Videobeitrag. Ganz ein wichtiges Thema. Es geht um das Thema Klima- und Biodiversitätskrise und es gibt in Deutschland eine unternehmerische Initiative in der Startup- und Innovationsszene, nämlich Leaders for Climate Action. Und mit uns ist Borit Wasmuth, der diese Initiative gestartet hat. Boris, danke erstens, dass du dir Zeit nimmst für uns und danke, dass wir dieses Thema beleuchten können. Es ist nämlich wirklich Alarmstufe Rot. Jetzt insofern die Frage, was ist die Initiative, wieso habt ihr das begonnen? Also die Initiative nennt sich ja Leaders for Climate Action, weil wir denken, es muss langsam was passieren. Die Leute reden schon lange drüber, ist auch kein Thema, wo irgendeiner sagen kann, ich habe das nicht gewusst. Man kann es aber die Nachrichten drüber lesen, man kann die falschen Blätter vielleicht lesen, aber die Faktenlage ist da. Ist nicht wie vor 70 Jahren, wo man sagte, das habe ich alles nicht gewusst. Ich will jetzt keine zu krassen Vergleiche machen, aber wir alle wissen, was passiert. Ich glaube, was wir nicht wussten, und da muss man vielleicht uns alle in Schutz nehmen, auch mich, dass wir nicht wussten, wie krass das wird und wie nah die Krise eigentlich vor unserer Haustür angelangt ist. Ich habe immer gedacht, so, als ich das Buch davon Al Gore gelesen habe, ja, 50 Jahre, 100 Jahre, hieß immer so. Und da war immer die Hoffnung, ja, es wird irgend so eine Technologie kommen und die Politiker werden das lösen, irgendwie kriegen wir das in den Griff. Und seit 2 Jahren, da bin ich so ein bisschen ausgeflippt, habe ich dann gelesen, es sind so noch irgendwie 8 bis 10 Jahre und dann beginnt die Krise richtig. Und dann haben wir jetzt schon gesehen, in den letzten Jahren in Deutschland zumindest, dass wir die krassesten Sommer überhaupt hatten. Der Harz ist komplett vertrocknet, den kannst du eigentlich platt machen. Außerhalb von Berlin gibt es Waldbrände, also Sachen, du kannst in Berlin kaum mehr atmen. Das sind Sachen, die kannten wir als Kinder nicht. Und von daher kam bei uns irgendwann der Entschluss, wir müssen was machen. Und da war ein bisschen die Frage, kündigen wir alle unsere Jobs jetzt und sagen, nee, wir müssen das machen, weil wir können da nicht weggucken. Vielleicht hat man als Deutsche dann auch mal eine extra Verpflichtung und auch so eine moralische Verantwortung zu sagen, nee, da müssen wir was tun. Oder machen wir das innerhalb unserer Firmen? Und ich habe dann das Buch gelesen vor 2 Jahren von dem Yvon Chouinard von Patagonia, der Gründer. Und der hatte auch mal die Möglichkeit, seine Firma zu verkaufen und dann das Geld zu nehmen, um was Gutes zu tun. Hat sich aber, das haben ihm alle geraten, alle Berater. Er sagte, nee, ich mache das nicht. Ich bleibe im Unternehmen und gehe als Role Model nach vorne und zeig, was man das machen kann. Ansonsten sagen die, ja, der ist draußen, der kann das tun. Und das ist auch nicht unser Ansatz. Wir sagen, wir sind alle noch aktive digitale Unternehmer und machen das nebenbei und versuchen das einzubringen, was wir können. Wir haben ein super Netzwerk alle, sind verdrahtet. Gerade die Digitalindustrie ist verdrahtet wie keine andere, die ist global wie keine andere. Und wir sind alle jung genug, um viel Energie zu haben, alt genug, um vielleicht auch schon Kinder zu haben. Und wir haben alle Techniken gelernt, das ganze Agile, das machen die Unternehmer. Ich glaube, die Digitalindustrie ist prädestiniert dafür, Gas zu geben und Teil der Lösung zu werden. Hier Leadership zu übernehmen. Genau, Leadership, das ist die Idee, weil wir kriegen auch oft so ein bisschen so, ja, Leaders ist nicht so ein bisschen arrogant, so jeder über sich selbst zu sagen, man ist ein Leader. Und wir sagen, Leader ist eine Verantwortung. Du musst sagen, du musst was tun. Also einfach nur sagen, ich bin jetzt dabei, bin cool, das reicht nicht. Wir müssen alle was tun. Steigen wir ein bisschen ein. Wie ist jetzt die Initiative aufgebaut? Du hast mir gesagt, jetzt unlängst 25 VCs unter dem Vertrag, quasi alle größten deutschen Venture Capital Firmen, 280 bis 300 Startups und Einzelunternehmern. Ja. Du hast ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern, also sehr erfolgreich und ihr tut's alle das pro bono, freiwillig, on top, als eine sozusagen Community-Initiative, die dann internationalisiert werden soll. Genau, wir haben einen Verein gegründet, der ist jetzt ab Ende Januar auch endlich spendenbezugsfähig. Aber das ist dann sozusagen die Stufe 2. Bisher haben wir alle selber ein bisschen was reingegeben, haben das aus eigener Tasche bezahlt und halt durch viel Aufwand reingegeben, viel persönliche Arbeit. Und die Initiative ist, dass wir haben mittlerweile so 280 Digitalunternehmer und das ist Who is Who der deutschen Digitalszene, also von Niklas Östberg bis Ruben Rippert von Zalando, also wirklich sind Alex Samver, sind fast alle dabei, Florian Heinemann. Und die sind auch alle nicht nur so als Lippenbekenntnis dabei, die haben wirklich Interesse, weil sie das natürlich verstanden haben. Ne? Das sind alles schlaue Leute, die haben verstanden, da müssen wir es tun und wir haben irgendeine eigene Verpflichtung, da ein bisschen Gas zu geben. Und dann haben wir gesagt, Leadership heißt nicht, ich fange mit mir selber an, das geht immer auf persönliche Ebene. Ich selber messe meinen eigenen Footprint, versuche den zu reduzieren und der Rest wird geoffsetet. Das Gleiche mache ich bei dem Unternehmen, bei meinem eigenen oder wo ich irgendwie beteiligt bin, auch messen, reduzieren, offsetten. Und das andere, das dritte ist dann sozusagen noch mehr Hebel in die Community zu geben. Und dann kamen die VCs auf uns zu und sagten, ich finde es eigentlich so geil, was ihr macht, können wir das auch machen? Und zwar nicht nur für unser eigenes Unternehmen, sondern für das ganze Portfolio-Unternehmen. Aber ja, klar, gute Idee, wären wir gar nicht drauf gekommen.
und haben dann noch zwei, drei andere VCs angerufen und sagten, mega geil, wir sind auch dabei, lass uns das doch jetzt machen. So haben wir dann gesagt, wir wollen bis zum DLD, wollen wir den relevanten Teil aller VCs haben. Und wir haben jetzt die 25 Top-VCs dabei, also wir haben das Ökosystem eigentlich mehr oder weniger abgegrast. Da sind irgendwie drei, vier dabei, die gerade noch überlegen. Die dürfen dann später dazukommen, hoffentlich. Freuen wir uns. Und so haben wir die Digitalbranche in Deutschland eigentlich schon gut integriert. Wie verbindlich ist dieser Beitritt? Was passiert da, wenn man sozusagen dem Verein beitritt? Wozu committet man sich da? Also auf persönlicher Ebene, und da sind wir keine Polizei, da wollen wir nur von dir gesagt bekommen, du hast es gemessen und reduziert und geoffsettet. Das ist eigentlich nur ein Opt-in, das habe ich getan, weil wir sind nicht die Polizei hier. Ne? Und da gibt es die Tools dazu, wie man das misst. Ja, wir haben Tools, wir haben den WWF-Rechner, nutzen wir zum Beispiel auf der Webseite, da kann man sich selber bemessen und kann das dann auch direkt vor Ort kompensieren und ab da sollte man dann reduzieren. Weil ich sage auch nochmal ganz klar, das ganze Offsetting-Thema ist wichtig als Startpunkt, aber es geht ja um CO2-Reduktion und das ist das Entscheidende, ne? Dass man da die Sachen nicht vermischt, man denkt nicht, man kann jetzt dreimal so viel fliegen, Offsette und alles gut, das ist nicht die Lösung, das ist ein Zwischenschritt, ne? Das ist ein Hilfsschritt. Und dann, was war die Frage nochmal, dann wie verbindlich das ist. Ja. Auf der Company-Ebene wollen wir eine Zertifizierung haben, dass ihr das Gleiche gemacht habt, auch komplett auf Null geoffsettet habt. Und dann muss man reduzieren. Und da gibt es verschiedene Partner, mit denen man das machen kann. Da empfehlen wir ein paar. Und dann wird das bei uns eingespeist. Und jetzt entwickeln wir gerade ein Badge. Also alle Firmen, die uns mitgemacht haben, kriegen dann so ein Climate Badge und können dann zeigen, ich bin auch klimaneutral. Dann wissen die User auch, hey, das ist eine coole Company, die lebt nach den Werten von heute. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, was man sieht in den letzten Jahren massiv, aber wie so eine Flut kommt das hoch. Das ist das Thema so Purpose, Profit. Die neue Generation, die hat keinen Bock mehr drauf, nur für Profit-Unternehmen zu arbeiten. Wir müssen uns alle als guter Bürger verhalten und als Company heißt das, ich muss die Social Responsibility nehmen und die Climate Responsibility. Und was natürlich jetzt super spannend ist, das ist jetzt nicht irgendwas, was man sich wünscht, sondern die ersten 100 Companies haben das schon gemacht. Ihr habt das begonnen im August, genau. Die ersten 6 Monate haben 100 Companies die CO2-Neutralität bereits erreicht, ohne dass sie Einbußen im Wirtschaftsleben sozusagen einnehmen müssen. Genau, wir sind ja im Ende August kurz vor dem Klimagipfel in Deutschland, der also mittelmäßig gut ausgefallen ist, haben wir gesagt, da wollen wir noch mal einen draufsetzen und haben dann eine große Pressekonferenz gemacht und da kamen auch die Fragen, ja, die reden ja alle nur und so, wollen wir mal gucken, was die leisten und wir haben gesagt, die Fashion Industry, die sagt, 2050 sind wir klimaneutral. Da haben wir uns kaputt gelacht, wie 2050. Also ich kann alles versprechen 2050, muss ich ja nicht halten, dann bin ich gar nicht mehr da. Da bin ich entweder tot oder auf einem anderen Planeten. Ne? Politiker sind auch alle nicht mehr da, die CEOs sind alle nicht mehr da, da kann jeder alles versprechen heute. Wir haben gesagt, warum machen wir das nicht irgendwie im Jahr oder in 2 Jahren? Oder wie schnell das immer geht, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab. Und Digitalindustrie ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber das ist ja keine Entschuldigung. Das kam nämlich häufiger am Anfang so, ja, ist ja so einfach bei euch. Das ist ja eine Verpflichtung, zu sagen, wir wollen die Industrie sein, die nach vorne geht und zeigt, guck mal, wir können hier Actions machen und wir können klimaneutral werden. Und wir haben jetzt 100 Companies, die natürlich im ersten Zeitpunkt nur durch Offsetting neutral werden. Okay. Und jetzt müssen sie Reduction machen. Okay. Ein bisschen Zooming out, ja? Du hast das schon ein paar Mal angedeutet und angesprochen. Wie real ist jetzt dieses Problem wirklich? Was geben die Studien und Daten wirklich her? Wie kritisch ist die Lage? Wieso schreit sie so stark auf? Und anlehnend an das, was könnten die Lösungen sein? Wir reden viel in der Politik über CO2-Bepreisung, über sonstige Modelle. Wo siehst du da die Möglichkeiten, aus dieser Krise hinauszukommen oder zumindest einen Frontalcrash zu vermeiden? Frag mich den zweiten Teil der Frage gleich nochmal. Ich sag mal kurz, wie kritisch ist die Lage? Also alle Daten, die wir haben, heißt IPCC-Daten und wenn man sich alles anguckt vom Carbon Budget, ist nicht mehr viel übrig, bis wir bei 1,5 Grad sind. 1,5 Grad, das ist schon so, wir nennen das so, the shit is starting to hit the fan. Aber da beginnt es langsam echt übel zu werden. Wir sind momentan bei ungefähr 1 Grad Global Warming im Average. Bei 1,5 Grad wird es ugly und wir haben noch 7 Jahre, 12 Monate Zeit. Das kann man ja berechnen, wie viele PPMs in der Atmosphäre sind, wie die globale Erwärmung ist. Das ist eine relativ einfache mathematische Gleichung. Und das sieht überhaupt nicht gut aus. Also wenn jetzt jemand hier von Klimawandel redet, das ist das falsche Wort, wir müssen wirklich von Klimakrise reden. Und manche Leute haben das auch gecheckt. Es gibt auch Leute und auch durchaus renommierte Unternehmen, die sagen dann hinter verschlossener Tür so ein bisschen, Game is over, das ist zu spät. Unless es gibt jetzt wirklich massiven Wandel. Und heute Morgen... Sofort, oder? Heute Morgen, ja, wir müssen... Heute Morgen Professor Kämpfer, sie hat gesagt bei uns in der Session,
2020 wird das Jahr sein, historisch, wo wir es entweder geschafft haben, den Switch zu machen oder nicht. Und es gibt einen schönen TED-Talk, solltet ihr euch alle angucken. Das ist von dem Ted Helsted über Carbon Pricing. Und der bringt dieses ganze Thema Marktversagen, CO2-Bepreisung super rein und mit internationalen Zöllen zum Thema CO2-Preis. Bei dem hatten wir vor 6 Monaten ein nächtliches Telefonat. Ja, der sitzt in Washington. Und der sagte uns so wortwörtlich übersetzt, Deutschland ist sozusagen das Land, wo die ganze Welt drauf guckt. Weil wenn Deutschland, wir können uns das leisten, die Bevölkerung ist soweit, ich meine, wir haben 40%, wir haben irgendwie, was ist irgendwie 30% Grün fast oder sowas, oder 25%. Ne? In Berlin wählen 40% Grün bald. Ne? Die Digitalindustrie, die ist komplett grün geworden. Aber uns geht es ja nicht um Parteipolitik, sondern es geht darum, dass wir jetzt wirklich was tun müssen. Und Deutschland wird das Land sein, wo alle drauf gucken. Wenn Deutschland nicht eine Vorreiterrolle einnimmt, haben wir ein Problem. Und er sagte so, if you can make it happen in Germany, kill yourself to do it. Das haben wir ja so als Aufruf genommen, zu sagen, okay, gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Und wir haben danach nur eigentlich Verification bekommen, dass wir auf dem richtigen Pfad da sind und haben gesagt, das müssen wir jetzt machen. Weil unserer Meinung nach der Weg, die Krise abzuwenden, wäre Deutschland mit der EU. In der EU gibt es ja verpflichtende Richtlinien und auch Strafzahlungen. Und von der Leyen, der Green European Agenda. No Deal, ist auf jeden Fall ein super, super wichtiges Element dabei. Und dann müsste man eine CO2-Bepreisung international machen gegenüber China, gegenüber USA, dass wir zu einer globalen Carbon-Pricing-Methode kommen. Ist das realistisch? Ist das machbar? Es ist machbar. Alles ist machbar. Es ist ja nur eine Ordnungspolitik. Ne? Aber ob wir es machen können, ist Frage. Es gibt einen klaren Plan, was man machen könnte. Und CO2-Preis würde dazu führen, dass wir das Marktversagen gefixt hätten. Und fossile Fuels würden teurer werden, Renewables würden günstiger werden. Man würde die Subventionen für Kohle aufhören. Wir haben momentan einen Negativ-CO2-Preis. Also wir zahlen ja Geld dafür, um diese Kacke aus dem Boden zu holen, muss man sozusagen. Zahlen wir noch Milliarden jedes Jahr drauf. Das nennst du mit Kohle. Dem Marktversagen quasi? Nein, das ist noch schlimmer. Okay. Wir zahlen ja noch, um uns zu ruinieren. Ne? Wir zahlen dafür, dass wir in eine Krise reinrennen. Zahlen wir jedes Jahr noch Milliarden von Euro. Okay. Und Marktversagen fixen heißt, wir müssen eine CO2-Bepreisung machen. Und die sollte auch im Sozialausgleich passieren, weil natürlich wir in der Digitalindustrie, ja, vielleicht haben wir ein bisschen mehr Geld als die anderen, das mag so sein. Aber gerade deshalb müssen Leute, die nicht so viel Geld haben, es muss sozial verträglich sein, weil sonst gibt es eine Revolution. Ist das auch machbar? Ja, absolut. Das gibt in der Schweiz, wird das doch gemacht. Da kriegt jeder über die Krankenversicherung jedes Jahr ein Geldbetrag zurück, pauschal. Und man zahlt halt und CO2 emittierende Aktivitäten sind halt teurer. Aber wenn du sagst, CO2-Bepreisung würde dich dann zum Beispiel die Industrie nicht hassen dafür, ist das nicht eine große Gefahr, dass dort tatsächlich im großen Stil Arbeitsplätze wegfallen, weil es zu teuer wird, weil es nicht wirtschaftlich wird? Nee, ich glaube, es ist eine große Chance. Es wird einen Wandel geben. Aber natürlich, Wandel, wir reden in der Krise, wir reden nicht davon, irgendwie nice to have, lass mal was machen. Es gibt eine Krise und ich glaube, da gibt es eine Studie von der Agora Energiewende und von diversen Studien oder von MIT Stanford Labs, müssen wir gucken. Das gibt viel mehr Arbeitsplätze, werden entstehen. Und ich glaube, es ist die größte Business Opportunity, die jemals existiert hat. Ich glaube, was wir haben, was die Digitalindustrie vor 20 Jahren war, wird jetzt die Green Tech wird das sein in den nächsten 20 Jahren. Ich glaube, das wird massiv groß werden und da werden mehr Jobs entstehen. In Deutschland sind 20.000 Arbeitsplätze in der Kohleindustrie. 80.000, glaube ich, sind schon zerstört worden in Solar oder Wind. Ne? Aber kann man CO2 reduzieren, auch als Industrieunternehmen, ohne wirtschaftliche Nachteile dafür? Gibt es da Studien, gibt es da Daten? Vom BDI gibt es so eine Studie, dass das ohne weiteres möglich ist. Und das ist ja auch, die Politik ist ja momentan ganz komische Situation, dass die Wirtschaft ist weiter als die Politik. Also sie sagen alle, BDI sagt das, die Startup-Unternehmer sagen das. Larry Fink, vor 2 Tagen von BlackRock einen Brandbrief geschrieben, sagt, Leute, Klima, put climate change first. Also das ist nicht mehr so. Die Politik ist, glaube ich, sehr stark beeinflusst von Einzelunternehmen, die sehr energieintensiv sind. Und da muss man vielleicht auch mal eine pragmatische Lösung finden, wie man das denen helfen kann. Aber die realisieren das alles. Und die traurige Nachricht ist, wir haben ja sowieso keine Wahl. Wir müssen darunter. Die Frage, lass uns jetzt machen, wird es günstiger. Wir können auch noch 3 Jahre warten. Aber das Problem wird größer und jedes Jahr wird exponentiell schwieriger, da rauszukommen. Also. Wenn du gesagt hast, du hast jemanden zitiert von deinem Panel heute, wenn ich mich erinnere, der gesagt hat, 2020 müssen wir es angehen oder ist es zu spät.
Was heißt, es ist zu spät? Heißt, oder die Menschheit stirbt aus, oder was ist jetzt, ich spreche es einmal so aus, ja? Das hört sich ja komisch an immer, wenn man das so sagt, ne? Aber wenn wir rausgucken, hier hat es gerade noch geschneit, wir leben hier in Mitteleuropa und es sieht alles gut aus, aber wenn man den Daten glaubt, wird das halt ziemlich fies werden, ne? Also ich versuche das immer auszublenden. Ich habe selber 3 Kinder und sage mir, nee, ist jetzt egal, was das wird, ich kann ja nur das Beste machen und das muss ich tun und das wird dann irgendwie helfen, das abzufedern. Aber es sieht, wenn man der Wissenschaft glaubt, und das sind nicht irgendwelche Idioten, das sind führende Wissenschaftler weltweit, sagen auch einige, es ist schon an der Grenze. Und wir können nicht auf das warten, dass die Technologie und digitale Unternehmer eine Lösung finden, die dann alles wieder quasi rettet und rückständig macht. Da müssen wir jetzt agieren, unabhängig davon. Es wird wahrscheinlich die Summe der Einzelteile sein können. Es wird nicht die eine goldene Bullet sein, die uns da alle lösen wird. Das wäre schön, aber kann man nicht drauf wetten. Ich glaube, wir müssen alle Hebel ziehen, alle Register ziehen. Das geht erstmal von Reduktion, weil das haben wir in der Hand. Warum machen wir nicht 100% erneuerbare Energien? Warum müssen wir das noch, diese Kohlekraftwerke machen? Das ist die größte Seuche, die wir gerade haben. Das ist nicht verständlich. Ne? Warum machen wir nicht mehr Wind, nicht mehr Solar, nicht mehr Geothermie? Und warum findet man nicht Übergangsregelungen und schafft da vielleicht ein bisschen Puffer für manche Industrien auch kurzzeitig? Abschließend, gibt es dann doch Zuversicht sozusagen in deinen Gedanken, dass wir das doch noch da packen? Ich glaube schon, also ich meine jetzt zu sagen, man gibt auf, ist ja nicht die Option. Das kann es ja nicht sein. Also Unternehmer gibt es immer so, statistisch sieht das gerade echt übel aus, aber es ist mal, man kann ja sagen, so ein Lottogewinn ist 50-50, entweder ich gewinne oder ich gewinne nicht. Und wir müssen es einfach machen. Und ich glaube, wenn das die Chance ist, und das ist auch die Herausforderung gleichzeitig, wir haben ja ein globales Problem. Das ist das erste wirkliche globale Problem. Aber wir haben noch kein Framework, wie wir solche Probleme lösen. Und da müssen wir sowieso hinkommen, weil die Welt ist nun mal anders als vor 20 Jahren. Und je früher wir das schaffen, deshalb müssen wir über eine globale CO2-Bepreisung reden und neue Technologien entwickeln. Und wir müssen versuchen, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Ja. Und wir müssen die Unternehmer hebeln und wir müssen die Meinungsführer, die Celebrities, die Schauspieler, die Konsumenten, alle müssen mitmachen. Ja? Jeder kann mal seinen eigenen Footprint messen. Das kostet nichts. Das kostet 5 Minuten Arbeit. Und man hat einiges mehr an Informationen. Vielleicht abschließend noch eine kritische Frage, weil das ist eine super spannende Diskussion auch. Ja? Du sagst ja Kohle und all diese Themen. Aber auch die Digitalindustrie verbraucht ja viel Strom, viel Energie. Absolut. Wie siehst du das? Wir sind auch gerade da im Projekt dran, weil wir lehnen uns ja auch weit raus. Wir sagen, wir offsetten, wir müssen das machen, ihr müsst alle runtergehen. Und wir verbrennen aber immer mehr Rechenpower. Naja, es gibt ja auch viele Unternehmen, die auf rein Green Hosting haben. Haben wir auch. Wir hosten nur auf grünen Servern. Ich habe ja eben gerade den CTO von Amazon getroffen und habe gesagt, ich will genau verstehen, wie ihr das macht. Was ist mit Amazon Web Services? Da hat man eine Menge spannende Sachen gemacht. Ich bin auch kein Experte. Aber wir werden nochmal ein Meeting machen, wo wir das genau verstehen. Wir wollen wissen, wie Google das macht. Dass wir als Leaders for Climate Action auch eine Guideline geben können. Wir haben es verstanden und ihr müsst das nicht alle neu erfinden. Wir können euch sagen, was Amazon, was Google etc. machen. Und dann geben wir eine Guideline raus. Und dann könnt ihr selber entscheiden, was ihr tut. Also da müssen wir tiefer eindringen. Aber wir sehen, dass eine hohe Awareness ist und auch eine Begeisterungsfähigkeit von Leuten, da mitzumachen. Und das nehmen wir gerne mit nach Österreich und auch wir als Broadcasten die Verantwortung dafür, diese Message weiterzutragen und auch dort eine Initiative zu starten. Falls ihr uns da unterstützen könnt, wäre ich sehr dankbar. Wird es auch internationale Unterstützungen von euch geben, in anderen Ländern das anzustoßen? Ja, absolut. Das war ja die zweite Nuss, dass wir jetzt global eigentlich ausrollen möchten. Und wir versuchen jetzt in den Ländern immer die bekanntesten Unternehmerpersönlichkeiten zu kriegen, die dann das ganze Netzwerk mit aufbauen können. Let's do it. Danke vielmals. Danke für dieses Leadership, für diese Pioniersarbeit. Und join us sozusagen alle zusammen, wo immer halt auf dieser Welt. Es ist wirklich sehr, sehr kritisch, aber wir können uns da packen. Sonst würden wir nicht Unternehmer sein, wenn wir nicht dran glauben würden. Aber wir müssen wirklich was tun. Insofern, join us. Danke fürs Dabeisein und tschüss.